Hallo, mein Name ist Stefanie Weixler. Ich bin Assistenzärztin auf der Gynäkologie und sitze hier in meiner eigenen Wahllastordination für Homöopathie, die ich vor kurzem in Salzburg eröffnet habe. Mein Weg zur Homöopathie war ein sehr persönlicher, weil meine Mutter mich schon zu Schulzeiten zu einer homöopathischen Ärztin gebracht hat. Und als ich dann begonnen habe, Medizin zu studieren, habe ich auch sehr früh damit begonnen, homöopathische Seminare zu besuchen und mich mit Homöopathie zu beschäftigen, weil ich eben selbst schon die Erfahrung gemacht habe, was Homöopathie bewirken kann. Die ersten Seminare habe ich dann bei der Studenteninitiative für Homöopathie gemacht. Und meine Ausbildung habe ich nach dem Studium bei der EKH weitergeführt und das Ärztekammerdiplom für Homöopathie erworben. Dass ich schon während dem Studium angefangen habe, mich mit Homöopathie zu beschäftigen, habe ich persönlich als großen Vorteil erlebt, weil man schon während der schulmedizinischen Ausbildung beginnt, auch nebenbei in einer homöopathischen Schiene mitzudenken. Und gerade im Studium, wo man doch sehr viele verschiedene Patienten auf verschiedenen Stationen untersucht, ist es mir ein paar Mal so gegangen, dass ich während einer Anamnese an ein ganz bestimmtes homöopathisches Mittel denken musste. Und so konnte ich schon während der Turnusausbildung meine ersten kleinen Erfolge auch mit der Homöopathie erzielen. Außerdem hat mich die homöopathische Art zu arbeiten auch ermutigt, in meinen Anamnesen besser auf die Patienten einzugehen, genauer nachzufragen und die Patienten als gesamten Menschen mit all seinen Bewegchen wahrzunehmen, wo ich einfach glaube, dass mich das zu einer besseren Ärztin gemacht hat. Deshalb kann ich jedem, der sich für die Homöopathie interessiert, nur empfehlen, möglichst früh, am besten schon im Studium, damit zu beginnen.